Judith Williams ist Unternehmerin, Fernsehmoderatorin und Opernsängerin, sprich Businessfrau durch und durch. Genauso aber ist sie ein Familienmensch, wie auf dem roten Teppich anlässlich des Hanami-Dinners im Münchner Hotel Matsuhisha Mandarin Oriental deutlich wird. Dort erscheint die 51-Jährige flankiert von Ehemann Alexander Stecher, mit dem sie seit 2011 glücklich verheiratet ist, und dessen ältestem Sohn Vincent, der für Judith wie ein eigener Sohn ist. Zu dritt auf dem Red Carpet zu sein, macht die ehemalige Höhle der Löwen-Investorin sehr glücklich. Ich genieße das ganz besonders, wenn wir den Vincent dabei haben, als Älteste von unseren vier Kindern. Denn so oft kommen die Eltern gar nicht in den Genuss. Er studiert ja BWL und ist wahnsinnig viel unterwegs, reist gerne und hat natürlich auch seine Freunde. Und wenn er dann sagt, hey, ich gehe mit euch, das genießen wir sehr. Für uns Weihnachten und Ostern zusammen dann. Ja. Kein Wunder, schließlich profitieren die Eltern auch von der Anwesenheit ihres Sohnes. Er scheint sich in der Promi-Welt nämlich bestens auszukennen. Man sieht auf jeden Fall schon viele Leute hier, die man sonst auch so aus dem Fernsehen kennt. Das ist schon mal sehr interessant tatsächlich. Vor allem die Fußballer würde ich gar nicht erkennen, wenn er nicht dabei wäre. Muss ich mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also eine echte Win-Win-Situation. Also das ist nur eine Win-Situation, die wir mit ihm haben.